Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Steinbock. Als erstes möchte ich Jahr 2018 im Allgemeinen beschreiben. Und es gilt nicht nur für Steinbockgeborenen, sondern es gilt für alle Tierkreiszeichen. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Natürlich ist wichtig, Liebe, Partnerschaft und die Gefühle bewusst wahrzunehmen. Aber bedeutet auch tolle Ideen, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit, Harmonie und Frieden. Immer mehr Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus bedeutet auch kleines Glück und dieses Glück begleitet uns Jahr 2018. Venus bekommt aber noch Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Saturn erteilt uns noch Lernaufgaben, besonders in die Liebe Partnerschaft. Saturn ist auch der Planet der Schicksal, schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Entscheidungen. Aber Saturn ist nicht nur das Schicksalsplanet, sondern Saturn ist der Hüter der Karma, karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen. Dann kommt die Lilith-Einfluss dazu, Wünsche, Sehnsüchte und Träume. Und da erteilt auch Saturn eine Lernaufgabe, weil mit Lilith-Energie neigen wir dazu davonlaufen. Und Saturn sagt klar und deutlich, nimm deine Wünsche, Sehnsüchte und Träume bitte ernst. Das kommt in Form. Dann die Pluto-Energie. Und Pluto ist das inneren Kraft. Diese konzentrierende Kraft, die Kraft der Transformation. Und Pluto, diese Pluto-Energie bleibt immer in Kraft. Und bei Pluto ist es nicht erlaubt, etwas zulassen in unserem Leben, was Kraft raubt. Und das sollen wir auch achten im Jahr 2018, aufräumen, von alles trennen, kündigen, verabschieden, loslassen, was diese Kraft raubt, was uns im Weg steht. Das können natürlich Kontakte sein, das kann ein Gegenstand sein, das kann Gewohnheiten sein, aber oft betrifft es unseren Gefühlen wie Schuldgefühl oder Angst. Es sind die Stolpersteine in unserem Leben. Jahr 2018 lernen wir kommunizieren, auch über Gefühle zum Sprechen. Aber hier haben wir auch eine Lernaufgabe. Wann ist es angebracht, offen sagen, was wir denken und fühlen? Und wann ist es besser, nichts zum Sagen? Und das sollten wir feinfühlig natürlich spüren auch, wie verhalten wir uns und wie kommunizieren wir uns. Manchmal ist es klug, schweigen. Wie der Spruch auch sagt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das sollten wir dann abwiegen, was ist richtig. Und das lernen wir im Jahr 2018. Und wie trifft das die Steinbockgeborenen? Die Steinbockgeborenen haben Kraft und Mut. Pluto bewegt sich auch in die nächste Zeit noch im Tierkreiszeichen Steinbock. Dann kommt Lilith und Saturn, ich habe das erwähnt, diesen Planeten bewegen sie sich in Tierkreiszeichen Steinbock.
Natürlich, Lilith ist kein Planet, sondern ein Energiefeld, ein Schnittpunkt im Himmel, aber wird spürbar sein. Alle drei wird Jahr 2018 in Tierkreiszeichen Steinbock sein, sogar länger. Und hier lernen etwas die Steinbockgeborenen. Etwas im Wandel zu bringen, transformieren. Und das Glück ist da. Die Steinbockgeborenen haben eine ganz tolle Ausstrahlung. Und damit sollen sie bewusst sein, dass alles, was die ausstrahlen, ziehen sie auch an. Also keine Angst vor Veränderungen, keine Angst vor der Zukunft, sondern auf die Ausstrahlung achten. Und diese Ausstrahlung entsteht von dem Inneren. Und das ist diese transformierende Kraft, diese plutonische Energie. Und es wirkt direkt bei den Steinbockgeborenen. Also darauf achten, auf dem Denken und Fühlen. Dann kommt auch alles im Fluss, in diesem Vertrauen bleiben. Und die Steinbockgeborenen haben nicht nur die Kraft, den Mut und die Ausstrahlung und tolle Ideen, sondern Chancen, Glück, sehr viel Glück. Auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch in die beruflichen Situation. Sie lernen in diesem Vertrauen bleiben und diesem starken Glauben, es kommt alles im Fluss. Sie müssen gar nicht viel dazu tun. In die Liebe Partnerschaft würde ich sogar sagen, eher passiv verhalten und warten auf die Ereignisse. Und lieber darauf achten, auf die Auftreten, auf diesem selbstbewussten Auftreten, diese Ausstrahlung. Wo die Steinbockgeborenen achten sollen, weil dann besteht eine gewisse Gefahr. Das sind die Finanzen. Das bedeutet, die Finanzen sind bei den Steinbockgeborenen Jahr 2018 wie eingesperrt, unbeweglich. Es bleibt aber nicht so, sondern hier sollten wir klug handeln. Das heißt, es wartet, befreit zu sein. Und wie befreit man diesen Geldfluss, die Finanzen? Wenn man da vertraut, das heißt hier Angst zu haben, dass das Geld verloren geht, ist nicht erlaubt, weil damit ist die Sperre da. Und dann passiert Folgendes, entweder bleibt das alles so wie gehabt und bewegt sich nicht, oder kommt zu Verlust. Diese Gefahr besteht bei den Steinbockgeborenen. Dann sollen wir auch auf den Verträgen achten, auf den Kontakte, alles, was mit Finanzen was zu tun hat, Kauf, Verkauf oder das Geld investieren oder ausleihen. Weil die Gefahr ist, dass die Steinbockgeborenen betrogen werden durch einen Vertrag oder durch den Finanzen. Also die Augen offen halten, vorsichtig sein, alles was mit Geld zu tun ist und im Vertrauen bleiben, ohne Ängste, ohne kein Verlustängste, dann werden die Steinbockgeborenen erleben, es kommt alles im Fluss. Und genau diese Transformation ist die Zeitqualität, wo die Steinbockgeborenen all das lernen gerade. Und dann kommt natürlich die Saturn-Einfluss und Saturn ist auch die große Lehrmeister, belehrt gerade die Steinbockgeborenen und versichert uns, wenn wir das begreifen, das kommt in Form, das bekommt eine Struktur. Und dieses Glück haben die Steinbockgeborenen, auch in der Liebe, auch im Beruf, Berufung, aber auch in Finanzen. Ich habe nur erwähnt, worauf sie achten sollen. Nicht jeder vertrauen, besonders wenn es um Geld geht, im Vertrauen in die Liebe eher zurückhaltend sein, ein selbstbewusster Auftreten, auf die Ausstrahlung achten
und Ideen verwirklichen, in Berufung und im Vertrauen diesem Glauben bleiben, weil das lernen sie, die Steinbockgeborenen, auch 2018, aber auch noch 2019, also das hört nicht auf dann. Und gerade in diesem Prozess befinden sich die Steinbockgeborenen. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Haben Sie Interesse, Ihren persönlichen Horoskopanalyse für Jahr 2018? Es ist natürlich möglich. Sie können gerne das bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Dazu benötige ich natürlich das Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beschreibe die Jahrestendenz und die einzelnen Monate ganz genau, wann kommt, mit Zeitpunkt, auch worauf achten sollte. Oft haben wir aber anderen Fragen, Fragen, was die Alltag betrifft, und dazu benötigen wir keine Analyse, sondern es genügt eine Antwort, ein guter Rat. Was für Fragen sind es? Wie zum Beispiel, kommt er zurück? Liebt sie mich noch? Werde ich jemand kennenlernen? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Bestehe ich die Prüfung? Soll ich in dieser Schulung mich anmelden? Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Soll ich diese Reise buchen? Werde ich umziehen? Und. Diese Fragen betrifft den Alltag und es sind auch wichtigen Fragen. Und dazu genügt ein Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Geburtsdatum, Uhrzeit, Geburtsort bitte nicht vergessen. Dann beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Sie können das gerne ausführlich beschreiben. Ich nehme die Zeit dazu und Sie stellen Ihren Fragen. Und ich werde diese E-Mail persönlich, natürlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.